Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier bei Aragami 2. Yes, yes, ja. Wir müssen Dinge tun. Hole Materialien zur Durchführung eines Korotsuba-Rituals. 6 Stück. Schön verteilt übers ganze Dorf. Das haben wir. Den da drüben können wir uns auch schnappen. Frage ist, ob wir das wollen. Ja, wollen wir. Oh, yo. Na, ist ja wundervoll. What the fuck bist du? Ist das? Das ist ein fucking Ninja. What? Ich hätte nicht gedacht, dass die immer noch irgendwie neue Gegnertypen introducen. Sag mir nicht, der kann nicht anvisiert werden oder sowas. Wir haben nichts über die gelernt, oder? Oder gab es irgendeine Intel, die ich verpasst habe? Okay, also hier gibt es jetzt so halb durchsichtige Ninja-Spastis. Ninja-Spastis. Ist gut gesagt, ne, wenn man selber einer ist. Zumindest sehe ich hier keine weiteren. Na toll.
Halb so wild, den kriegen wir weg. Okay, der bleibt stehen und geht dann da lang. Das heißt, wir können ihn betäuben und ins Fenster reinspringen. Ja, ihn können wir nicht betäuben. Die nächste Runde, die er dreht, müsste das alles hinhauen. Eher so negativ gut jetzt gerade gewesen. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert, Freunde. Und wenn es funktioniert, funktioniert's. Geht's nicht runter. Ich will den Schattenzug nicht unnütz nutzen. Schnauze. Dieses Ninja-Vieh, das macht mich völlig wahnsinnig, Alter. Weil ich jetzt die ganze Zeit überlege. Inwiefern wir jetzt da auf so eine Viecher aufpassen müssen. Kann ich nicht. Wahnsinn.
Den Typen kann ich nicht wegmachen, weil er wieder an einen Mönch gebunden ist. So, den Rest kriege ich aber ganz easy weg. Wenn der sich umdreht, hau ich ihn weg. Zum Glück sieht man mich nicht. Ich meine, ich könnte ihn weghauen. Die Mönche kriegen bloß mit, dass er halt weggehauen wurde und dann schicken die jemanden her, ne? Wir könnten aber auch sagen, ja, juckt mich ein Scheiß. That's all. Das ist mein Masterplan. Da war noch einer. Das hätte böse ausgehen können. Das ist interessant, wenn wir da rangreifen, dann macht das tatsächlich einfach so Lärm, dass der das sofort wusste, oder was? Okay, Freunde. Was? Ja, wir wollen nicht irgendwelche seltsamen Überraschungen haben. Will nicht sagen, aber die Ninjas, die Typen da, die haben einen nicen Drip, Alter.
da ist das, was ich will. Wie komme ich da rein? Er läuft so. Er läuft so. Tja. Leg dich nicht mit dem Semi-Man an, Alter. So, den legen wir schön unauffällig hier hin. Freunde, ich finde, wir werden immer ninjahafter. Also wie krass ich das jetzt einfach gemacht habe, oder? Oder? Und jetzt einfach weg. Und wir haben alles weggeräumt, was uns irgendwie Ärger machen könnte. Aber ich find's seltsam, dass wir keinen Hinweis bekommen haben, was es mit diesen Ninja-Typen auf sich hat. Ne, bei den anderen haben wir Hinweise bekommen, so, yo, der kann das, jenes, Dingsbums. Aber bei dem? Gar nichts. Hol mir die Tassen aus dem Backofen, Alter. What the fuck? Das hätte beinahe ganz böse ausgehen können. Aber wir sind natürlich ein Profi. Na, liebe Kinder, wir sind Profi. Macht das nicht zu Hause nach. Weil wenn ihr dabei erwischt werdet, kriegt ihr richtig auf die Fresse. Ich sag's. Sag nicht, ich habe euch nicht gewarnt. Oh, Mitsubishi will mit uns quatschen. Ich find's gut, dass sie das hier so geändert haben, dass man unendlich Ausdauer hat. Ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn ich hier bin. Eine Seele kommt zur Welt. Sie lacht fröhlich. Ein goldener Spiegel wird getroffen und zerspringt und die Seele zerbricht mit ihm. Dann fällt sie. Sie fällt durch die Schatten der Welt.
bis die Seele selbst zu Schatten wird. Seit kurzem habe ich jede Nacht diesen Traum. Ich fürchte, das könnte mit der Vorahnung zu tun haben. Ich versuche etwas zu sehen, aber alles ist von Schatten umhüllt. Und inmitten des Nichts höre ich ein Flüstern, glaube ich. Flüstern überall und gleichzeitig nirgends. Es ist so, als ob ich Rätsel in der Dunkelheit löse. Ja. Glaubst du, ich verliere den Verstand? Ja. Das heißt glauben, ich weiß. Ich weiß, du verlierst den Verstand. Ich habe alle enttäuscht. Da ich ein Aragami bin, kann ich meine Ehre nicht wiederherstellen. Lass mich bitte in Ruhe. Ich bin deiner Zeit nicht würdig. Come on. Ich will mein altes Schwert wieder. Wir kämpfen ja eh nicht mit unserem Schwert. Ich hab gedacht, das ist so ein Flammenschwert. Sowas wäre halt richtig nice gewesen. Aber ist wahrscheinlich ein bisschen zu abgedreht. Nicht realistisch genug. Rette Danjuro. Das war knapp. Er sieht nicht mal aus, als wäre er besiegt worden von Gegnern. Er sieht so aus, als ob er einfach nur zu blöd war, was aus dem Regal zu nehmen. Rein ging schneller, aber wieder raus. Der stirbt nicht, ne? Nur weil er keine Luft kriegt. Okay, unangenehm.
Ja. Schlecht. Warum ist immer eine Mission von den ganzen, die ich so gut mache, immer komplett chaotisch? Warum ist das so? Ist das ein Gesetz? Egal. Zumindest haben wir die Mission gleich erfüllt. Wir müssen bloß noch zum Portal. Gegner sehe ich hier keine mehr. Portal sehe ich auch nicht. Und dann kann er uns ja mal erklären, was er hier für Scheiße gemacht hat. Im Endeffekt wollte er bloß helfen wahrscheinlich. Dass hier nichts ist? Come on! Da hätte man so easy was hinmachen können. Ja, schade, einmal entdeckt haben. Schade, schade. Okay, Level 20 ist nicht maximal Level, das gefällt mir gut. Wir haben stärkende Dämpfe und bestärkende Dämpfe. So, wir sollen mit Sumsebiene reden. Aber erstmal will ich natürlich mit Danjuro quatschen. Die Krieger nahmen die verrückte Mission an. In einer dunklen Grotte lauerte ein stinkendes Ungeheuer. Oh, entschuldige, Shitty Warrior. Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab komplett vergessen, wie die Stimme war. Ich habe eine Show vorzubereiten und die Menschen aufzumuntern. Ich wollte immer ein Theaterdarsteller sein. Aber weißt du was? Fuck this shit. Achso. Mein Talent ist es, Menschen zum Lachen zu bringen. Schon auch. Wir werden siegen, Krieger. Ja, wir werden siegen, Krieger. Danke für deine 25 Gold. Hat er mich gerade casual genannt? Am Anfang habe ich gedacht, das mit den Skills und so, das ist nur so ein Schwachsinn-Scheiß. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es ganz geil, weil man merkt, man kann wirklich seinen Spielstil so ein bisschen anpassen. Meine Mutter verliert an Kraft. Ihre Stimme wird jeden Tag leiser. Sie wird mich bald verlassen und ich bin wieder allein. Und du bist schuld. So. Ich spüre den Schmerz und Zorn, der dich verblendet. Ich kann mich noch nicht auf dich verlassen. Sana. Ich brauche dich. Schön, einfach richtig schön Dolch ins Herz, einmal rumgedreht, richtig schön Schuldgefühle. Dankeschön, Sumire. Wirklich, danke für deine Unterstützung. Richtig so ein Arschlochkind. Leute, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Aragami 2. Ich glaube mittlerweile, dass wir einfach an Schuldgefühlen und Schuldzuweisungen krepieren werden und nicht an irgendwelchen Endgegnern. Apropos, wir haben noch nicht einen einzigen Boss gesehen oder so.
Bin gespannt, ob es überhaupt einen Bossfight gibt. Wenn ja, wird es sehr, sehr strange, weil wir die ganze Zeit halt Stealth spielen. Ja, wir spielen Stealth. Ja, mal gucken. Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.